Willkommen zurück zu Watch Dogs Legend. Ich würde sagen, wir reden nicht lange, wir machen einfach weiter. Jeder, der bis zum letzten Part geguckt hat, weiß Bescheid, wo wir stehen geblieben sind. Und es geht einfach weiter. Es ist so spannend. Du warst da unten, hast alles gesehen, stimmt's? Ja, ihre Mutter hat mich angefleht, sie... Ich konnte es einfach nicht. Jetzt weißt du, was auf dem Spiel steht. Daybreak startet bald. Und dann ereilt tausende andere Menschen dasselbe Schicksal. Und sie werden nicht alle sterben. Sky kann sie für immer foltern. Ich weiß, wo Sky ist. Ihre Mom hat uns den Aufenthaltsort gegeben. Hat sie? Oh, das ist ja super. Also, sind wir im Geschäft? Ja, aber Sky gehört uns. Halt uns den Rücken frei. Sehr gut. Achtung, eingeschränkter Dienst. Der Ring hier aufgrund einer Albion-Untersuchung. Nee, ist zu Hause. In der Küche. Der ja, alles ist seit der Küche. Also, die Operation, der wir im Nachhinein den Namen Operation lassen wir uns in Sky Larsons lustigen Verlies traumatisieren gegeben haben, war ein voller Erfolg. Und ich habe gerade ihr streng geheimes Versteck gefunden. Dann mal los. Und wie aufs Stichwort haben wir gerade eine Videonachricht erhalten. Von Sky Larson. Zeig her. Ich weiß nicht, wer zur Hölle du bist. Oder was du glaubst, bei mir gesehen zu haben. Aber ich warne dich, halt dich fern. Ich habe Daybreak mein Leben gewidmet und das lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Ich werde dich finden und ich werde dir das Leben sehr, sehr schwer machen. Ich kann es mir leisten. Du auch? Hey, wie hat sie uns gefunden? Sky Larson hat ein Eisberg-Smart-Home gebaut, das von ihrer digitalisierten Mutter geführt wurde. Und das wundert dich? Vielleicht hat ihre Mutter es verdient. Meine hätte es. Sie hat Angst. Es gibt keinen anderen Grund, warum sie uns drohen sollte. Ja, sollte sie auch haben. Sag mir, wo sie ist. Sieht aus wie ein Ding. Ein Ding, klar. Oi, oi, oi. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Es gibt so viele schlimme Mütter, aber haben sie es wirklich verdient, als digitale Version, die nicht wirklich irgendwas machen kann, weiterleben sollen? Ich glaube nicht. Ich selber finde auch, dass meine Mutter eigentlich... Also, es geht mit ihr. Manchmal ist sie dann doch schon ganz schön schrecklich gewesen im Leben, aber mit meiner Mutter würde ich sowas nicht antun wollen. Ja, ist okay. Das ist der Rennmann.
Sorry. Das wollte ich nicht. Was hast denn du für Probleme? Schiss, nicht meine Sache. Du hast dein Ziel erreicht. Der Blumenkomplex. Sie hat sich die ganze Zeit bei Blumen versteckt? Seit Larsen, nun ja, mich, an Blumen verkauft hat, hat sie eine enge Verbindung zum Unternehmen. Das wird ja immer besser. Interessant. Aber das ist hier ja weitläufiger als ein Dinosaurierdarm. Kannst du ein paar Server hacken und so, um ihren Standort einzugrenzen? Schon dabei. Suche initiieren. Komm raus, wo immer du steckst. Das Schwein kann überall sein. Augen auf, Waffen bereit. Ich bring die Spinne besser auf. Bereich gesichert. Ich suche weiter. Die Spinne wurde manipuliert. Der Hacker muss in der Nähe sein. Ich freue mich sehr, dies mit Ihnen teilen zu können, verehrter Forscher. Die Anlage wird eine Erweiterung meines Quantencomputerlabors sein und andere Projekte beherbergen, die ich in dieser Präsentation nicht erwähnen möchte.
Diese Immobilie ist wirklich sehr wertvoll. Es ist, als hätten sie nur darauf gewartet, dass ich sie entsprechend nutze. Was hat Lars nur mit geheimen unterirdischen Anlagen? Also wirklich. Du musst da runter. Such einen Aufzug. Soll das ein Witz sein? Verpiss dich! Ich schalte diesen Bock aus. Eine Schande. Verdammte Scheiße. Denk nächstes Mal nach. Deine Optik kann warten. Jemand hat die Spinne gehackt. Ich will den Schuldigen haben. Das ist ganz gut. Ich sehe niemanden. Oh Gott. Sehen wir uns mal um. Hm. Hier ist nichts. Die Verdächtige ist entwischt. Was war das? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Augen auf, Waffen bereit. Weiter geht's. Das Schwein kann überall sein. Nein, 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 nein.
Überprüfe den neuralen Upload. 90%, nicht gut genug. Lade Prozessortemperatur. Oh, scheiße. Sie lädt ihr Gehirn hoch. Oh, fuck. Nur noch ein paar Minuten, dann ist sie unsterblich. Wenn du ihren Upload nicht abbrichst, können wir sie und Projekt Daybreak nicht aufhalten. Hey, du hast ja eine Goldmine an Daten gefunden. Ich schnapp mir so viel wie möglich, während du die Welt rettest. Was soll ich machen? Der neurale Upload läuft durch die Quantencomputer in diesem Labor. Wenn wir die hacken, verhindern wir, dass diese Psychopathin zu einer KI-Superintelligenz wird. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Ich bin doch blöd, warum fange ich nicht an? Und ich frage mich, wo fängt das denn jetzt hier an? Aber, ja. Was war das? Qubits und Verbindungen trennen sich. Das ist kein Zufall. Du bist hier, oder? Du hast meine Warnung ignoriert. Leite Speicherzugriff um.
warum sieht man denn hier jetzt bitte schon irgendwas von dem, dass man hacken soll? Muss ich aktivieren, na super. Du hättest dich raushalten sollen. Du begehst gerade den größten Fehler deines Lebens und wirst dafür teuer bezahlen. Werden wir sehen. Hör auf, bitte. Bevor es zu spät ist. Was hast du getan? Upload neu starten. Komm schon, Upload neu starten! Security zum Quantenlabor. Security zum Quantenlabor. Alarmstufe rot. Oh oh. Na gut, ich bring das zu Ende. Hey, du da! Kopfschüsse kann ich immer noch am besten. Also, zwar nicht immer, aber wenn, dann... Yes. Hör mir zu. Was du in meinem Labor gesehen hast, war nichts weiter als die frühe Phase eines wichtigen Experiments. Es ist vielleicht nicht schön, aber Daybreak ist die Zukunft der Menschheit. Die einzige Zukunft. Sieh dich um. Korruption, Klimawandel, nukleare Kriege. Die Menschheit wird sich selbst zerstören. Aber Daybreak kann das ändern. Hilf mir, die Evolution der Menschen voranzutreiben. Wir können Leben retten, uns erheben. Zack, seht ihr das hier? Sie stirbt. Du kommst nicht allein. Hast du alle nur getötet und gefoltert, einzig um dein Leben zu retten? Du bist erbärmlich. Es geht hier nicht um mich. Mit unserem Verstand in der Cloud überstehen wir jede Naturkatastrophe. Dann sind wir sicher, frei und glücklich für immer. Die Menschen sind dir doch vollkommen scheißegal. Du bist eine verrückte Egomanin, die auf alles scheißt, sogar auf ihre eigene Mutter. Du kannst immer noch das Richtige tun. Setz den Upload fort. Lass mich am Leben, damit ich weiterarbeiten kann. Hey, du darfst ihr kein einziges Wort glauben. Deaktiviere ihr Lebenserhaltungssystem und beende es. Wie immer du dich entscheidest, sie kann dich nicht stoppen. Ich auch nicht. Du hast also die Wahl. Bitte. Nicht. Nein, bitte. Tu mir das nicht an. Oh.
Ich will nicht sterben. Verflucht gut. Ich bin stolz auf dich. Alles erledigt. Willst du noch ein paar Selfies mit der Leiche machen? Dann beeil dich. Die Security ist unterwegs. Sei vorsichtig. Mach ich noch ein Foto? Nee. Zielperson ist verletzt. Ich würde mal sagen, wir machen dann den Rest im nächsten Part von der Flucht und dann sehen wir uns im nächsten Part.